Hallo Leute und willkommen bei zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda: The Minish Cap. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum bin ich jetzt in dem Ort und nicht wieder in diesem einen Berg da, Gongolberg, glaube ich. Ja, weil ich habe hier was in dieser Höhle übersehen und noch eine kleine Bemerkung. Stimmt, LPlay 1 ist nicht da, er will sein Red Steel Let's Play aufnehmen. Ich hoffe nur, dass er es schafft, weil manchmal er könnte vielleicht Probleme haben, so wie ich, als ich meine Super Mario Galaxy Parts aufnehmen wollte. Naja, er dreht jetzt seine eigenen Let's Plays und machen wir mal weiter. Also, wir brauchen die Bombe. Spielen ein bisschen Bomberman. Und jetzt brauchen wir. Ja. Jetzt brauchen wir das Schild. Oh! Ey. Du kleiner Penner. Tut mir leid wegen Dennis. Ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Darin kannst du alles Mögliche transportieren. Ich bin sicher, ohne sie wirst du den Gongolberg nicht besteigen können. Wozu brauche ich eine Flasche? Oder warte, er sagte doch, den Gongolberg kann ich ohne sie nicht besteigen. Vielleicht sollen wir dann irgendwas mit der Flasche machen, aber ich gucke hier mal rum. Ja, wieder so ein Scheiß. Ja, okay, kaufen wir es ihm mal ab. Ja, wissen wir schon. Aber klar. Ja, Mann. Danke für den Einkauf. Okay. Können wir endlich weiter? So, wenn ich jetzt richtig denke und keine bescheuerten Dinger mache, dann kommen wir natürlich ohne Probleme an den Gongolberg. Ah, ich glaube, es könnte so gehen. Also, wir brauchen ja Wasser für die Flasche. Damit tun wir einfach diese Pflanze hier gießen. Können wir hier machen? Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Gieße es auf verschiedene Sachen. Okay. Yeah! Okay, wieder Schild. Ja. Was gibt's hier? Nix. Oh, du Wichser. Ey, da fallen ja große Bergsteine auf uns runter. Bam. Bam. In your face. Ja, nehmen wir das. Und dann noch das. Boah, was, was? Scheiße, ey. Diese Dinge da können mir Schaden zufügen. Ja, okay, jetzt darf ich nicht verkacken. Boah. Keine Herze? Egal. Das sieht mir verdächtig aus. Naja, ein Versuch schadet ja nicht. Ha, hab ich's doch gewusst. Hab ich's doch gewusst. Typisch Zelda. Typisch meinte ich. Weiß jetzt nicht ganz, ob ich typisch gesagt habe. Bam. Ja, was gibt's denn hier? Ey, wir können uns verkleinern lassen. Ja, mach schnell, Mann. Hey, Kristalle oder sind es Smaragde? Ach, ich hab keine Ahnung. Diese unscheinbare Steine ist in Wirklichkeit ein Portal. Es gibt noch nicht das einzige Steinportal dieser Art. Oh nee. Nicht jetzt, oder? Oh. Ich muss noch die Bombe legen. Bomberman, Bomberman. Kleiner Schild. Oh ja, ich muss mich ja kleiner machen. Ja, jetzt mach schnell. Oh, wie kon. Ich hab gar nicht bemerkt, dass man sie überspringen kann. Mann. Rote Pikachus. Oh, wann stirbt der endlich, Mann?
Mann, ich bekam schon fast Panik. Was? Ich überspringe jetzt einfach alle. Ich habe jetzt keinen Bock, die alle zu besiegen. Oder vor allem auch nicht, dass keinen Bock jetzt zu sterben. Ja, okay, der geht noch. Ja. Ja, und mir ist bestimmt schon klar, wenn ich da reintrete, ja, werde ich halt ertrinken. Ja. Ich gehe mal weiter. Oder warte. Das Wasser sieht ja ganz komisch aus. Können wir es dann mit der Flasche füllen? Ja, Gongol-Wasser erhalten. Das gibt es nur auf dem Gongol-Berg. Okay, können wir wieder zum Schild wechseln? Oh Mann, keine Herzteile. Ja, okay. Oder warte? Nee. Gab wohl gar nichts. Ja, dann können wir wohl wieder zurück. Besser. Oh fuck. Ich bin mir sicher, wir werden dieses Gongol-Wasser irgendwann gebrauchen. Können wir wieder Bomberman spielen? Oh fuck, falsche Taste. Hab wohl auf das Falsche gelegt. Ja, jetzt. Oh, da ist hier so ein Penis. Penispilz. Greifen. Einfach nur geil, wie das aussieht. Oh, fuck. Komm noch nicht ganz damit klar. Komm, gib doch wenigstens Herze. Sonst immer, wenn ich bei manchen Zelda-Spielen Fledermäuse sah. Okay. Ohne die Eisen.